So, da stehen wir wieder vor der Tür und ich würde sagen, wir gehen mal hinein zur Emily und schauen, was sie uns zu sagen hat. Auch sie hat ein schönes Gemach. Also dieses Haus hier, diese Villa auf diesem Privatgrundstück, schon sehr, sehr interessant. Okay, da ist ein Buch, eine Lektüre für heute Nacht. Grammar of Port-Royal. Ah, the artistry of the French language in all its splendor. Whoever masters French commands the world. At least une partie of it. Okay, gucken wir mal. Haben wir das jetzt hier? Hier haben wir ein Buch. Ne, wo war, haben wir das? War das jetzt ein Buch hier oder was war das? Was haben wir denn da jetzt gerade? Ich weiß es gar nicht. Notizen. Karte, Charakter. Hier. Ach so, und das sind Eigenschaften. Ich weiß gar nicht, was haben wir denn gerade aufgenommen? Das hier? Ein Punkt in Politik? Ich weiß es gerade echt nicht mehr. Mein Kurzzeitgedächtnis. Hilfe! Egal. Wir schauen uns einfach noch mal ein bisschen um. Da auf dem Tisch sehe ich schon wieder was stehen. Oder liegen vielmehr. Ein Brief. Gucken wir mal. I received your last letter. Unfortunately, the Crown informed the Golden Order that our mission should under no circumstances hamper Sir Gregory's plans. Decidedly, they have support from the highest level in Buckingham Palace. So here we both are, hands and feet tied, and little room to maneuver. Keep me abreast of events. Our mission is becoming more complicated. Yours, E. T.S. The French chapter of the Order doesn't appear to know anything about the arrival of our friend Sarah. I therefore cannot comment on it. However, my guess is that she has come here for personal reasons. Okay, also das Ganze wird immer verstrickter. Bin gespannt, wie sich das nachher auflöst. War da noch was? Nee. Ja, wo ist denn die Emily eigentlich? Kann man da raus? Würde mich jetzt wundern. Können wir nicht, aber wir sehen so ein bisschen den Innenhof hier. Naja. Da steht sie, die Emily. Das nehmen wir noch schwind mit. Goldelixier und da haben wir wieder ein Buch. A letter from William Pitt the Younger addressed to Emily. He's the present Prime Minister of the United Kingdom. Emily has indeed some powerful backers. Madam, thank you for consoling the Queen. The King's situation is worsening, but I wager he'll recover from this present fit. Next time you speak with Her Majesty the Queen, would you please be so kind as to ask her to look into my petition to raise taxes with the King? I will personally see to it that our nation will recover from this impasse. But King George's mental situation is slowing down our decision-taking. Thank you in advance for all your help. William Pitt, Prime Minister of the United Kingdom of Great Britain. Okay. Two coils circle the lock. Zwei Kreise, ich habe einen, ne? Was ist das? Okay, wird diesmal nicht vorgelesen. Herzogin, Sie können König Georg davon in Kenntnis setzen, dass ihm die Unterstützung des Heiligen Vaters gewiss ist. Wir werden Sie bei der Rekrutierung von Regimenten aus emigrierten Royalisten, die gegen Frankreich kämpfen sollten, finanziell unterstützen. Ihr Freund, Seine Eminenz, ach okay, den kennen wir dann, Piaggi. Okay. Letter from William Pitt the Elder addressed to Emily. He was the English Prime Minister. This letter dates from 15 years ago now. Madam, I shall never thank you enough for all your care and attention. I shall be indebted to you until my last breath. If you have any request of me, you only need ask. With regards to my son William, I shall never thank you enough for looking after him. You know the latter's preferences, and you will understand he needs you desperately. For that, and as agreed with Queen Charlotte, our friend Duke Hillsborough will carry out his task and meet with you within 6 months. From then on, you'll be free from want. Yours sincerely,
William Pitt, Count of Chatham. Tja, alles sehr viel Politik hier bei der... Was haben wir hier? Durchsuchen, okay. The Devil's Thorn, to be used to uncover the best disguised traits. Ja, erstmal das Zimmer durchsuchen. Das scheint sie nicht zu stören. Lass mir einfach reinkommen und erstmal uns umschauen. Ihre Handtasche können wir nicht aufmachen. Das wäre vielleicht ein bisschen zu viel des Guten. So, ich würde sagen, hallo Emily. What can I do for you, Louis? I've come to see you about last night's tragedy. Did you hear anything about what happened to Elizabeth? Yes, we all did. Rumors spread quickly, you know. How awful. I didn't know her well. But I hope at least the poor thing didn't suffer too much. Wahrscheinlich nicht. War das so? Ich weiß es nicht. Waren viele Stichwunden. Er soll sich keine Sorgen machen. Er? Wieso er? Mach mal die Stichwunden. Elizabeth was stabbed 9 times. No doubt she suffered greatly. 9 times? What monster is capable of such a horrible thing? Do you know what happened exactly? In fact, Lord Mortimer has asked me to look into this case, Emily. Really? Are you Lord Mortimer's snoop now? I'm doing it for Elizabeth, not to please Mortimer. Good for you. Quite right, too. Have you found out anything? Nicht direkt, aber vielleicht finden wir jetzt was raus. Wo war sie gestern Abend? Ihr Verhältnis zu Elizabeth. Was ist das hier? Ablenkung noch nicht erlangt. Andere Gäste. I'm now interviewing all the guests to establish the alibis for each person. Just so that I can cross you off the list of suspects, can you tell me what you were doing on the night of the murder? Am I given to understand that I'm on the list of suspects? Don't take it the wrong way, but I must consider every possibility. Well, if you absolutely wanted to be sure of my activities that evening, you only had to join me, you know. I know, Emily. Especially since I couldn't prevent the murder, even though I spent part of the evening with Elizabeth. You're sure it's not too hard to bear for you? The fact is, I don't have a choice. But I will find the murderer. I owe Elizabeth that. Sie hat uns nicht gesagt, wo sie war. Okay. Did you and Elizabeth get to know each other? I must admit, Louis, I didn't take much interest in her. I feel a bit guilty about it, but I never actually spoke to her. She seemed burdened by her problems, and as she wasn't invited to the conference, I didn't really seek her out. Stellt mich das zufrieden? Ich weiß es nicht. Sie weicht ziemlich viel aus meinen Fragen hier. Sie auf das Stück Stoff ansprechen. Der Dolch wurde von einer Frau geführt. We found the murder weapon. What is it? A dagger, quite slim. Have you found its owner? Not yet. Still searching as it happens. That said, since a blade penetrated the body several times, the murderer's hand will have been covered in blood. You think that's a clue? The handprint was a very slender hand, Emily. Probably that of a woman. Do you realize what that means? There are only 3 of us on the island. Bearing in mind that neither my sister nor myself had any reason to set upon the young lady, that means... I know, Emily. I know. Keep up your courage, Louis. I'm sure there's an explanation. You're bound to shed some light on it all. If what you say is true, Emily, I'm less and less enthusiastic about shedding any light on the subject. Ist es wirklich so einfach? Ich glaube tatsächlich nicht. I found a torn piece of dress in Miss Adams' room. Gray silk. Where's it from? That's what I'm trying to find out. The color doesn't match any of Elizabeth's dresses, but I might not have found all of her clothes yet. Good Lord, Louis, do you realize what this means? If this piece of dress isn't from Elizabeth, then it's... I don't have any gray silk dresses, Louis. Neither does my sister, since we wear the same clothes. Yeah. That's exactly what I wanted to check with you. I'm so sorry, Louis. Thank you. Are you all right?
You know, I'm sure there's a good reason why your mother was at the scene. Thank you, Emily. Irgendwie... ich weiß nicht, sie legt jetzt alles so hin, dass es schlüssig wirkt. Irgendwie, die weicht mir zu arg aus gerade. Ich weiß nicht, ob ich hier zu paranoid bin oder... ich weiß es nicht. Ich habe ihr immer eigentlich vertraut, aber jetzt irgendwie... Sie macht mir es zu einfach gerade. Andere Gäste? Das war das gerade. Ja, geht. I won't keep you, Emily. Thank you for answering my questions. See you, Louis. Komm, ich nehme mal noch geschwind so ein Gelee, dass ich meine Punkte voll habe. Komm, können wir auch ganz voll machen. So. Okay, was ist das da oben? Moment. Was war das? Ist das hier? Was ist das hier? Okay, keine Ahnung. War das gerade schon da? Okay, gut. Dann können wir ja eigentlich wieder gehen. Und uns weiter umhören. Im Moment spricht tatsächlich alles für unsere Mutter, die ja auch verschwunden ist. Deswegen sind wir eigentlich auch hier, unsere Mutter zu finden. Und jetzt soll sie ganz plötzlich jemanden hier umgebracht haben. Ich weiß ja nicht. Irgendwie... So, wem gehört das hier? Ah, Napoleon. Ja, gut. Dann gehen wir doch gleich mal rein. Schön. Was haben wir hier? Ach so, voll. Okay, sollte ich vielleicht mal einsetzen? Vielleicht mache ich das gleich The mal. The Prince by Machiavelli. A perfect read for anyone with a surfeit of ambition. That might come in handy. Immunität erkannt. Okay. Vielleicht soll ich mal Notizen mal ganz kurz schauen. Noch unbekannt. Okay, werden wir wohl nie wieder rausfinden. Noch unbekannt. Ach, den haben wir noch gar nicht vorgelesen, den Lord Mortimer, ne? Oder noch gar nicht gelesen überhaupt. Lord William Alexander Mortimer, okay. Markgraf von Westfordshire und britischer Hochadeliger, ist ein äußerst reicher englischer Adelsmann, der so einflussreich wie diskret ist. Lord Mortimer hat ja unter anderem mit seinen Investitionen in etliche Talente überwältigten geschäftlichen Erfolg. So konnte er sich aus der Öffentlichkeit zurückziehen und immer öfter die Abgeschiedenheit seiner Privatinsel genießen. Als großer Kunstmäzen unterstützt er zahlreiche Künstler unterschiedlicher Richtungen und bringt auch gerne unterschiedliche Persönlichkeiten zusammen. Ja, das haben wir ja schon sehr eindrucksvoll bewiesen bekommen. Das tut er auch mit den Großen dieser Welt, mit einflussreichen Personen und Staatsmännern. Regelmäßig organisiert er gesellschaftliche Treffen auf seiner Privatinsel an der englischen Küste. Die Sarah, die kennen wir auch schon. Ich glaube, die anderen kennen wir auch schon, ne? Immunität, Überzeugung, Immunität, Politik. Okay, noch unbekannt. Washington Diener. Ich glaube, die anderen haben wir alle schon gelesen. So, was habe ich denn da jetzt aufgenommen? Ich weiß es gar nicht. Ja, okay. Ich sollte vielleicht das mal einsetzen hier. Was war das doch gleich? Das war... Erdsternchen. Okay. Während dem Dialog einfach mal einsetzen. Dann kann ich das nämlich gleich wieder auffüllen. Und ich verliere im Grunde nichts, bevor ich es hier liegen lasse. Nutze ich es einfach mal. So, ich schaue mich auch wieder um erstmal. It's a beautiful weapon. A lovely damask blade. It's marked with the initials of the manufacturer in Versailles. My dearest son,
I'm writing to implore you to act quickly. The situation is rapidly worsening here. Paoli continues to steer our motherland, Corsica, toward open warfare between France and England. His men are everywhere. We are obliged to go into hiding and are unable to remain in the same place for more than 2 days. I wouldn't be surprised if they targeted us soon. Make haste, my son. You hold our destiny in your hands. Your loving mother, Maria Letizia Bonaparte. Okay, da scheint wohl abzugehen gerade. durchsuchen. Carmelite water. They say that if you drink this, it gives you a real boost. Carmelite water. They say that if you drink this, it gives you a real boost. Ist auch voll. Mann, was habe ich denn hier alles? Was ist das hier? Wir hatten keine Konzentrationspunkte fällig. Ja komm, dann mache ich das mal. Moment, welches waren das? Das hier. So, dann kann ich das hier nehmen. Carmelite water. They say that if you drink this, it gives you a real boost. So. A Rubel. Ah, eine Sammlermünze. Rubel. Okay. Warum genau liegt hier ein Rubel? Bernstein. Gratulation, du hast 4 Bernsteine eingesammelt. Deine maximale Konzentration steigt um einen Punkt. Amber. Das gefällt mir. French actor Talma is Nero in Britannicus. The last emperor of the Caesar dynasty. Was war da auf dem Tisch? War da was? Nee. Hier war noch was. There's just one holster in Bonaparte's gear, and the pistol is missing. On the other hand, his cleaning equipment is in mint condition. That's typical of the soldier in him. My dear Napoleon, as previously agreed, I would like to ask you to join us in January on my island to participate in the High Society meeting organized for the occasion. We shall be able to continue our discussion about our project for a new order for France. I have a proposition to make to you concerning your wish to put a strong leader at the head of France. I trust you to be discreet as to your coming. See you soon. Lord William Mortimer. Okay, das war wohl seine Einladung. Goldelixier. Ich nehme mal so ein Goldelixier. Weil da oben scheint irgendein negativen Effekt gewesen zu sein. Ich weiß nicht, was das war. Down his arms at the feet of Julius Caesar by Royer, also das Bild. Two great army chiefs. Ja, wir haben jetzt erfahren, Lord Mortimer ist offenbar Kunstliebhaber. Was man überhaupt nicht erkannt hat vorher. Bei den wenigen Gemälden, die hier im Haus so. Haus vor allem. Rumhängen. Was war da? A bicorn decorated with a cockade. It must belong to a French soldier. So, raus können wir nicht. Dann müssen wir wohl mit ihm reden. Ne, was war da noch? Achso, das Schwert. Okay. Monsieur de Richer, please be quick. We are both very busy. Okay, ja, du siehst sehr busy aus. ihn zu gestern Abend befragen, besitzt eine Pistole. Did you hear about young Elizabeth? Indeed, it is deeply regrettable. Lord Mortimer asked me to... I know. You no doubt want to know my alibi. I spent the night downstairs playing cards. Can you tell me who was present at the game, please? Well, there were Lord Mortimer, President Washington, and Sir Gregory. Thank you. Ah, and His Eminence Piaget as well. Excuse me, I nearly forgot him. Poor soul. Did any of you leave during the game? Not that I know of, monsieur. I didn't exactly spend my time noting the other guests' comings and goings, but I don't think so. Thank you. Hä? Moment, er spielt mit den Karten und dann fällt es nicht auf, wenn einer plötzlich geht? Okay. What time did the game end? I can't say exactly. As for me,
I must have stayed until midnight. I was exhausted, couldn't think straight. So I preferred to go up to bed. On your way up to bed, did you notice anything out of the ordinary? No, not in the least. The whole manor was sound asleep. Not really, no. Did you notice anything unusual during the evening? Nothing at all, except the luck of the devil of Lord Mortimer and Sir Gregory at cards. Did they win much? Oh, la la, monsieur, they cleaned us out more like. But I plan on getting it all back before we leave. Das ist schon egal. Ah, okay. Können wir wieder zurück. As any good soldier would, I imagine you own a firearm. May I see it? Oh, well, if you really want to, here is my pistol. Don't worry, it is not loaded. Do you have several of these? In Corsica, oui, but not on me when I am traveling. Only a bandit would carry such an arsenal. Thank you. Ja, wo ist sie denn? Hat sie uns offenbar gerade gezeigt, aber wir haben sie nicht gesehen. Naja, gut. Gut, wurde ja in der Nähe von Elizabeths Zimmer gesehen. Someone saw you not far from the victim's room. Can you tell me what you were doing exactly, please? I can tell you that someone is an idiot. I wanted to warn her to be careful. You see, on the night of my arrival, I saw someone leaving her room in haste, and I wanted to speak to her, to warn her. Unfortunately, the young lady slipped through my fingers each time. Now I know why. She had every reason to be worried. What an idiot I was not to insist. I could have helped her. Das ist die Frage. Nochmal. Sagt die Wahrheit? I've been studying him for a while now, and I don't think he was lying. Yet, I'm surprised how easy it was for me to read him. It must surely be his military side. I wish they all could be like that. My investigation would be finished already. Okay, kann ich jetzt nicht fragen? Warum kann ich jetzt nicht mal fragen, ob die erkannt hat? Ja gut. Well, have we finished, monsieur? Exactly. Thanks again for all your answers. Good day. Also irgendwie spricht gerade alles tatsächlich für unsere Mutter. Aber ich nehme, das ist mir gerade zu einfach. Das ist mir tatsächlich zu einfach gerade. So, ich würde sagen, wir können... Ach ja, das hier wollte ich noch mitnehmen, genau. Was, Inventar voll? Warum voll? Ach so, habe ich gar nicht eingesetzt. Okay. Ja gut, okay, 5 Stück habe ich. Ich muss mir angewöhnen, die öfters einzusetzen. Da gibt es so viele von. So, dann ich gehe einfach mal den Gang weiter. Ich weiß jetzt nicht genau. Können wir da rein? Ah, der Peru. What do you want from me, Derriche? Greetings. It's fallen to me. Cut the crap! Get to the point. We both know why you're here. And have you got anything to tell me? What does it matter? It's too late anyway. Do what you have to do and get out. Das sieht nicht gut aus. Ja, das stimmt. Machen wir das mal. It's never too late, sir. If you have something to say, now is the time. You don't understand. Everything's already written. It's over. Why is he behaving like the perfect culprit? What is it that's already written? I'm not sure I follow you. No, you don't. Ich glaube, der hat tatsächlich ein Problem. Und ist gar nicht so böse, wie er aussieht. So, ich fange mal hier hinten an und schaue mich da mal ein bisschen um. Ein Vierkreiseschlüssel. Oh, das ist versteckt.
Goldelixier. Ach Mann, ich kann gar nicht mehr aufnehmen, weil ich so viel hab. Dear friend, please come and join us. We must meet about the ongoing operations in Paris. A boat will be waiting for you in Calais and will take you to Dover in England. From there, a carriage will take you to the port of Tintagel, where a frigate will be waiting for you and other guests, so you can meet up with me on my island as quickly as possible. I await your arrival. Lord William Mortimer. Die aktuelle Operation in Paris. Okay. Auch das war seine persönliche Einladung. So, da sind Schuhe auf dem Boden. Da haben wir wieder ein Buch wahrscheinlich. Records of the police. Notes intended for the police lieutenant of Paris. It's a list of people under surveillance in Paris. And there's some well-known names on it. This is valuable information. This shouldn't be lying around. Schwäche erkannt. Okay, war das jetzt nur da, um die Schwäche zu erkennen von ihm? Die kennen wir ja bereits. So, was haben wir hier noch? Ein Ofen und da liegt Obst direkt vorm Ofen und eine Badewanne direkt vorm Ofen. Okay. Was haben wir hier noch? Nochmal ein Brief. Okay, wird wieder nicht vorgelesen. Ich weiß nicht, ob wir uns wiedersehen. Zum gegenwärtigen Zeitpunkt bin ich ein Gefangener meiner eigenen Entscheidungen. Du musst bestürzt... Ach, du musst beschützt werden. Meine Zukunft ist ohne dich verloren. Du kannst noch gerettet werden. Ganz gleich, wie verbittert du meinetwegen bist. Du solltest wissen, dass ich mit dem Teufel, den ich zu bezwingen versuche, einen Pakt geschlossen habe. Ich dachte, die Monster zu kennen. Aber was ich für Frankreich getan habe, ist nichts verglichen mit dem, wozu sie in der Lage sind. Ich sehe keinen Ausweg. Das Maul der Bestie schließt sich. Ich werde dich immer lieben. Okay, steht kein Absender drunter. Vielleicht wurde es deshalb auch nicht vorgelesen. So, was haben wir hier? Pattern with four circles. Schlüssel verwenden. Okay. Den haben wir offenbar. Interessant. Dear Monsieur Peru, I'm writing to thank you for the funds you sent. These funds will be crucial for the renovation of the western wing of the orphanage. The children you sent are doing marvelously well, and little Pierre will soon be walking. Some of them still sometimes suffer nightmares about their parents on the scaffold, but I expect they will cease in due course. Should you decide to send us more, please note that another 20 beds will soon be ready. The children and myself will never thank you enough. Long live the Republic. Long live France. Sister Marie-Hélène. I have no space left. I'll retrieve it later. I have no space left. I'll retrieve it later. Dear Monsieur, I have no space left. I'll retrieve it later. Ja, komm, ich nehme dann nochmal, Ja, was ist denn überhaupt drin hier? Dear Monsieur, I have no space left. Okay, Moment, dann nehme ich den gleich mal. Ich muss mal gucken, welche Dinger das sind hier. Das hier, die Blüte. Hier. So, dann kann ich das aufnehmen. So. Gut, dann können wir mit ihm mal ganz kurz sprechen. Was ist das hier? Schloss knacken, die machen wir nicht. Okay, also ich glaube, der Peru, der ist nicht so böse, wie er aussieht. Oder immer tut. Ich glaube, der hat ein Problem. Und zwar ein psychologisches Problem. Würde ich mal vermuten. Und das ist auch seine Schwäche. Wir reden mal mit ihm. Alright, have you finished? Not quite. I'd like you to answer a few questions. Gefällt es Ihnen, Frauen zu schlagen? Das kostet 4 Punkte und kostet im Moment 0. Ich mach's mal. 2 days ago, I surprised you having a go at Miss Adams. What happened? Did you want to give her another beating? She wouldn't let you push her around again, huh? Shut up, you little shit! You have no idea what happened, and here you are, carping away! You think you're investigator of the year. Have you taken a look at yourself, Derichet?
Didn't you get enough beating her black and blue the last time? I did not! Nicht davon kommen lassen. Ja, vielleicht verrät er uns ja, was war. Komm, ich probier's. Why? Nothing. Get away from me. Just as soon as you stop treating me like I'm an idiot. If you wanted people to think you were guilty, you couldn't have done any better. So cut the bullshit and come clean now. I can't! He'll come for revenge. Who? No one! Just shut your trap, goddammit! Yes, I was there. Yes, I walked in her blood. You've got all you need to wrap it up. Now scram! Huh? Okay. War doof. aber wir haben erfahren, er wird wohl unter Druck gesetzt von jemandem. Er wird von jemandem, und zwar ein Er, unter Druck gesetzt. Irgendetwas zu tun. Interessant. Ich hätte ihn jetzt gerne noch ein paar mehr Fragen gestellt, aber irgendwie...